Okay, läuft. Kommt der Ton da an? Ton kommt an. Bereits schön, zwei Tage über die Zukunft deutscher Filme zu sprechen. Sie haben es ja, Sie haben die Konferenz mit initiiert, sind auch Schirmherr der Konferenz und haben auch Thesen beigesteuert. Für jemanden, der die Thesen nicht gelesen hat, können Sie die kurz zusammenfassen? Also es geht um vier Bereiche. Das eine ist die Filmförderung überhaupt, die ja bei uns historisch entstanden ist aus einer gewissen Unsicherheit in der Frage, ist Film ein Wirtschaftsgut oder ein Kulturgut? Und in dieser Frage hat sich die Förderung eigentlich nie entschieden. Darunter leidet sie auch. Und insofern, als sie Wirtschaft sein will, hat sie auch knüpft sie zu bestimmte Bedingungen an die Förderungen, die dann alle, die Filme machen, in die Hände der Fernsehanstalten treiben. Damit kommen wir zu dem zweiten Punkt. Jeder, der in Deutschland einen Film machen will, fürs Kino, muss als allererste Anlaufstelle sozusagen eine Fernsehanstalt finden, die mitproduziert, um damit seine Eigenmittel darstellen zu können, um überhaupt förderwürdig zu werden. Das heißt, die Fernsehanstalten haben damit eine Machtposition bekommen, zu entscheiden, was überhaupt im Lande produziert wird und was nicht. Das empfinde ich als eine skandalöse Entwicklung, vor allem deswegen auch, weil innerhalb der Fernsehanstalten das Verhältnis zum Kino immer schlechter geworden ist. Und es nur noch wenige Menschen dort gibt, die eine Liebe zum Kino empfinden und in Wirklichkeit sich das System, das ja auch seine Probleme hat, das ist nicht unsere Probleme, aber es gibt sie, müssen sich irgendwie dazu äußern und das geht zum Nachteil des Kinos. Damit sind wir an dem zweiten Punkt. Ich habe die Forderung aufgestellt, es muss ein Trennstrich, ein absolut kompletter Trennstrich zwischen Fernsehen und Kino gezogen werden. Und jetzt muss total entkoppelt werden. Dritter Punkt. Damit kommen wir zu etwas, was eine große Leidenschaft von mir ist, die Frage, das Kino. Das Kino als ein Ort, an dem Menschen physisch anwesend Filme erleben, ist meines Erachtens ein unverzichtbarer Ort, um überhaupt Innovation und Qualität zu entwickeln. Nur unter real anwesenden Menschen entsteht das, was wir die Magie des Films nennen. Und deswegen trete ich dafür ein, dass die Förderung nicht damit endet, dass Filme hergestellt werden, sondern sie muss auch die Filme begleiten bis zum Zuschauer, bis zu diesem Moment, wo sie im Kino erscheinen. Und der vierte Punkt ist sozusagen die Klammer über all dem, das Bildungssystem, sprich das Schulwesen im Lande, nimmt den Film nicht wahr. Der Film ist sozusagen nicht wirklich bildungsfähig. Dabei lesen die wenigsten Menschen in ihrem Leben noch Bücher, aber sie sehen Tausende von Filmen. In Bezug auf das Filmesehen sind sie Analphabeten. Sie können Qualität nicht erkennen. Und dazu muss das Bildungssystem ihnen die Merkmale und das Wissen an die Hand geben. Und wenn das Publikum überhaupt erst einmal Qualität erkennt, kann auch Qualität natürlich nachwachsen. Deswegen trete ich im vierten Punkt sehr vehement dafür ein, dass die Gesellschaft, sprich auch die Gesetzgebung, der Staat und alle, die dafür zuständig sind im Bildungswesen, dem Film einen festen Platz sichern. Film gehört als Pflichtfach an jede Schule. Das ist die Forderung. Und das sind diese vier Punkte. Und ich bin der Meinung, wenn wir das angehen, ändert sich was. Wenn wir da aber Kompromisse machen, bleibt es beim Alten. Denn alles, was wir heute haben, berührt diese Dinge, macht sie aber in Tausenden von idiotischen Kompromissen unwirksam. So ist also die Filmwirtschaft oder die Filmkultur ein einziger Scherbenhaufen von halbfertigen Gedanken. Viele Gedanken sind richtig, aber sie sind nur halbfertig und neutralisiert durch andere halbfertige Ideen.
Und das merkt man bei all den Diskussionen, die hier stattfinden, weil da ist keiner eigentlich wirklich bereit, Änderungen zu wollen. Eigentlich spürt man, dass das System jedem irgendwo ein gewisses Auskommen verschafft hat. Und jeder verteidigt den Stuhl, auf dem er sitzt. Und selbst wenn es noch so eng ist, dass er nur mit einer Arschbacke drauf sitzt, aber er verteidigt es. Das geht nicht. Das ist Ihr Eindruck nach sozusagen oder zwei Tagen Konferenz. Und die Frage, die, glaube ich, immer wieder aufkam, ist dieses System reformierbar? Geht es um einzelne Reformen oder geht es eher um den Begriff von Revolution? Wo wäre Ihr Gefühl nach den zwei Tagen? Also ich nenne es nicht Revolution, sondern eine entschiedene Haltung zu den Fragen. Korrekturen am System sind nicht mehr möglich. Das System ist zu alt. Das System ist über 60 Jahre lang entstanden und ist das Ergebnis von Hunderten von Korrekturen. Da kann man jetzt nicht mehr dran drehen, sondern jetzt muss man handeln und große Schlussstriche ziehen. Das gilt vor allem für das Verhältnis zum Fernsehen. Und vielleicht als letzte Frage, wie entsteht diese Veränderung? Oder wie kann die entstehen? Wie kann man sozusagen von den zwei Tagen in eine Veränderung kommen? Also ich hatte immer eine gewisse Hoffnung darauf, dass die Jungen das hinkriegen. Weil wenn eine ganze Generation etwas will, schafft sie es auch. Was nicht funktioniert, sind Interessengruppen. Die Interessengruppen, die sich bilden, leiden alle unter der Schwäche, dass sie durch andere Gruppen neutralisiert werden. Eine Generation kann das schaffen. Also wenn die Jungen das wollen, kriegen wir das. Super, vielen Dank. Vielen Dank.